So, das nächste Pokémon ist dran. Ihr seht schon Tangela, was sich zu Tangelos entwickeln kann. Und es ist eine heftige Arena, denn da ist Relaxo drin, Despotar, Chonera, Hytera. Sind zwar nur vier Pokémon, aber es sind halt heftige Pokémon. Mal gucken, ob meine Tangela-Armee dagegen gewappnet ist. Und ja, ich habe nur sechs Stück, alle aus dem Ei bekommen, keins wild gefangen. Nicht mal beim Pflanzen-Event damals, da habe ich eins bekommen. Ich habe es mal auf dem Tracker gesehen, aber. Ja, als ich da war, war das nicht mehr da. Das heißt also, ich hätte eins fangen können, wild, aber das ist leider nicht passiert. Und dafür habe ich aber ganz viele mit guter Bewertung. Eins ist, glaube ich, schlecht, habe ich aber trotzdem mal behalten damals, um gegen die Aquanas zu kämpfen, weil es halt Solarstrahl konnte. Und ja, wir werden nachher dann nochmal offscreen die Arena weiter bekämpfen, weil ihr seht schon, das Relaxo haut hier ein Tangela nach dem anderen weg. Das ist schon das zweite, was an Relaxo schon scheitert. Aber die waren damals, wie gesagt, bis auf das natürlich, weil das jetzt halt leider Matschbombe kann, waren die halt gut mit ihren Attacken gegen Aquanas, um Arenen zu pushen. Ja, ich habe wie gesagt eins mit Solarstrahl. Das erste Relaxo ist schon mal besiegt. Werde dann wie gesagt gleich Oski nochmal besiegen, die Arena. Und da kommt das nächste Nervige. Und ich habe schon zwei, müsste ich verloren haben. Zwei sind schon besiegt, ne? Das war jetzt das dritte. Und ich habe erst eins besiegt von den Nervigen. Na, das ist. Ich glaube nicht, dass wir dagegen eine Chance haben. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ansonsten. Ja, schneide ich gleich noch mal ein bisschen was dran, wenn es hier scheitern sollte nach dem Hytera. Dann mache ich noch mal einen neuen Versuch und schneide ihn einfach mit dran. Und das ist, einer Hytera macht ja schon Schaden. Ja, das heißt, ich habe nur drei. Nee, geht nicht ganz aus, die Arena. Geht nicht ganz aus. Keine Chance, würde ich mal behaupten, diese starken mit Tangela. Aber Tangela ist ja auch nicht zum Kämpfen, sage ich mal, geeignet im Moment. Ich kenne zumindest keinen, der mit dem kämpft. Seine Weiterentwicklung Tangelos könnte eventuell besser werden zum Kämpfen und ja, wir schaffen es nicht. Wir werden dann gleich nochmal dagegen kämpfen. Oder ich zeige einfach, wie ich das reinstelle. Ich kämpfe dann mit anderen Pokémon, wo es mehr Sinn macht, mit denen zu kämpfen. Ich will wenigstens das Hytera noch besiegen. Aber ich sehe jetzt einfach keine Chance. Keine Chance. Auch wenn ich ausweichen würde, würde es nicht viel ändern. Aber wenigstens kriegen wir das Hytera noch platt und dann. Ja, Chanera ist nicht so stark, könnte eventuell klappen. Und Despotar ist sehr effektiv. Vielleicht schaffen wir es ja noch mit ein bisschen Glück. Müssen wir mal gucken. Wie viel habe ich denn noch? Oh, aber es hat auch sehr viel gute Verteidigung. Hat zwar nur 1016 WP, aber die sind halt noch voll aufgeladen fast. Ich glaube, die sind gerade erst frisch reingesetzt worden. Aber ich wollte jetzt einfach diese Arena bekämpfen, damit es mal spannend wird hier in dieser Serie. Ich glaube, das ist mein letztes oder vorletztes Tangela, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war der Kampf ja mindestens spannend. Und es nimmt ja auch schon Schaden, das Chanera. Das heißt, wenn ich da gleich gegen kämpfe, offscreen, hat es schon mal was abgezogen an Schaden, weil es schon mal gekämpft hat. Und das ist dann das Letzte und das ist das Schlechte mit Solarstrahl. Deswegen gucken wir mal, wie viel Schaden du raushauen kannst. Solarstrahl, genau. Und wie gesagt, später kriegt ihr dann noch die weiteren Infos zu Tangelos, wie es sich entwickelt. Wie viele Bonbons und so weiter, das kennt ihr ja schon aus den anderen Videos. Und es ist einfach ein langer und nerviger Kampf gegen dieses Chanera. Aber es macht halt keinen Schaden, aber es ist halt nervend und ätzend und alles auf einmal. Ihr seht es ja. Die Zeit tickt und 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 tickt. Und gegen Despot habe ich dann keine Chance, weil ich jetzt meinen Solarstrahl verbrauchen werde, um das hier besiegen zu müssen. Und dann muss ich natürlich hier den Solarstrahl aufladen und gegen Despotar keine Chance, weil der viel mehr Schaden macht als dieses dreckige Chanera. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Wenn wir jetzt verlieren, wie gesagt, verlieren wir halt, ist halt nur eine Fun-Serie und eine kleine informative Serie, um euch zu informieren. Und ihr seht es ja schon, wie viel das hat und wie viel Schaden das raushaut, das Despotar. Da habe ich keine Chance mehr gegen. Aber trotzdem habt ihr euch tapfer geschlagen, Tangelos. Hut ab und da ist es auch schon besiegt. So, jetzt fütter ich noch Tangela mit ein paar Bonbons, ein paar Nanabären. Und dann gucken wir mal, dass ich euch die zeige, wie viele Bonbons ich habe. Und dann war es das auch schon wieder vom Video. Und dann gerne ein Like da lassen, kommentieren und hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Das ist dann die letzte Nanabeere. Ich sage immer Nanabeere, es ist eine Nanabeere, aber okay. So, jetzt auch schnell die Bonbons angucken. Aktuell habe ich 99 Bonbons, das heißt ein Bonbon mehr und ich hätte 100, aber okay, passt schon. Und ja, wie gesagt, damit verabschiede ich mich von euch. Aus diesem Video. Wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen und gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.
So, das Video ist noch nicht vorbei, denn ich werde euch noch die Informationen zu Tangelos präsentieren. Hab leider draußen beim Spielen vergessen, dass ich immer noch die Informationen am Ende des Videos bringe. Und deswegen, wer dran geblieben ist, kriegt jetzt noch die Informationen. Tangelos soll angeblich eine Wettkampfpunkteanzahl von 3.110 bekommen, also richtig hoch. Ist nur eine Hochrechnung von den ganzen Seiten, das ist halt die Vermutung, aber Niantic kann ja noch was daran ändern, aber auf jeden Fall sieht das schon mal gut aus von den WP. Und Bonbons benötigt man wohl sehr wahrscheinlich 50 Stück, denn die meisten Pokémon mit einer Entwicklungsstufe brauchen 50 Bonbons. Und entwickeln kann man es in den Konsolenspielen, indem man es mit Antikkraft ein Level trainiert. Das heißt, hier müsste man eine TM anwenden und Antikkraft beibringen und dann entwickeln. Aber ich weiß ja dann nicht, ob das wirklich so kommt mit den Attacken oder ob Niantic sich was anderes einfallen lässt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf jeden Fall sammelt schon mal eure TMs, spart sie, falls es wirklich so kommt, um diese Pokémon zu entwickeln. Und dann müsst ihr natürlich die Attacke wieder verlernen lassen. Also so würde es ich machen, wenn es so kommen würde, dass man es mit Antikraft entwickeln muss, weil Antikraft ist definitiv für Tangelos nicht die beste Attacke. Da sollte man wirklich mit Solarstrahl oder Co., was es halt für gute Pflanzenattacken kann, das behalten und halt nur Antikraft beibringen, um es zu entwickeln. Ja, jetzt ist es aber wirklich vorbei, das Video, und hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat, und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.